So, liebe Camper, mittlerweile sind wir hier angekommen auf der Camp Area 1, haben hier einen guten Platz gekriegt, nämlich hier gleich irgendwo auf dem Weg, dass wir hier schnell abbauen können, wenn das regnet. Und was ist passiert? Es ist eine Sturmwarnung für heute angegeben und die Leute haben schon, oder Feuerwehr ist hier rumgefahren und hat das angekündigt, wir sollen uns sturmfest machen. Wollen wir mal gucken, morgen gehe ich auch natürlich mit euch rum. Guck mal hier, das war vorhin alles leer hier hinten, wenn ich euch diesen Platz hier zeige. Guck mal, geh mal hier zwischendurch. Als wir gekommen sind heute Morgen, war dieser ganze Platz leer und der ist jetzt schon rabbelvoll. Die anderen Areas haben wir natürlich noch nicht gesehen, aber ich wollte das einfach hier mal so zeigen. Hier so rein. Und dann wollen wir mal gucken, ob es heute Abend tatsächlich Sturm geben tut. Ich wollte das einfach nur mal aufgenommen haben, falls es heute Nacht losgeht. Ne? So. Wir haben uns jetzt gerade eben schön ein Steak gekauft, haben einen kleinen Sambuca getrunken und so weiter. Man muss sich das ja auch ein bisschen gut gehen lassen. Ne? Und dann gucken wir mal, was passieren tut. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ne? Auf Wiedersehen. Guck mal, da kommt wieder so ein Feuerwehrauto. Wollen wir sagen, ja, liebe Camper, der riesige Sturm von gestern Abend ist ausgeblieben, aber es hat ordentlich geregnet. Und guck mal hier, ganz schön matschig. Und hier haben sie heute Morgen schon die eine oder andere Weißware, mussten sie hier rausziehen, weil die haben das natürlich nicht geschafft. Die Allrad-LKWs, die fahren hier natürlich durch, als wenn hier nichts passiert ist. Aber wie gesagt, heute Nacht hat das ordentlich geregnet, aber der Sturm ist ausgeblieben, aber nicht nur, dass sie gestern Abend rumgefahren sind und vor dem Sturm gewarnt haben. Auch ist heute die Messe oben geschlossen, wegen dem Sturm, der noch da ist so ein bisschen. Und deswegen müssen wir uns heute hier auf dem Parkplatz so ein bisschen mal umgucken und mal sehen, was wir so entdecken tun. Ich halte denn die Kamera immer mal wieder rein. Ihr kennt das von mir. Guten Morgen, Markus. Das ist Markus. Mit denen laufen wir ein bisschen spazieren und dann gucken wir mal, ne? So, ich glaube, das habe ich jetzt erstmal alles gesagt, was ich sagen wollte. Und dann laufen. Ja, für die Kinder toll, aber wenn du hier mit weißer Ware längs fährst, dann geht das überhaupt nicht. Aber die da hinten, die haben das ja alle geschafft. Aber gestern war es ja auch noch trocken. Gucken wir mal. Der weiß auch nicht, wie er rüberkommen soll. Guck mal, selbst sowas kann sich festfahren. Und das ist ein Allrad, Markus. Ja. Und die Straßenbereifung, sagst du, das kann nicht gut gehen, hat Markus gesagt. Der kennt sich aus. Also trauen wir ihn mal, ne? Markus, also traue ich dir mal, ne? Ja. Ja. Markus sieht gut aus, ne? Der hat von mir eine grüne Jacke gekriegt, weil er keine Regenjacke mehr hatte. Ein toll ausgerüsteter Camper, braucht sich gar nicht so breit machen hier. So, gucken wir mal. Guck mal, mit der Seilwinde. Und sie den jetzt ein bisschen ziehen hier. Och, das klappt schon, ne? Gucken wir mal. Wo den zieht jetzt. Das ist gut, ja. Eine Erkupplung, zwei, drei, vier, fünf, eine Erkupplung, eine Erkupplung, ja, das ist Abenteuer Allrad, daher kommt ja der Name auch. Muss mal ein bisschen dichter hier gehen ans Mikrofon, weil das ja auch ein bisschen weh tut. Dann gucken wir mal, jetzt lässt er noch ein bisschen Luft ab, wenn ich das richtig sehe. Dann warten wir mal einen Moment, ne? So, jetzt kommt schweres Geschütz und der soll den wohl rausziehen. Wir gucken mal. Für mich ist das natürlich unverständlich, dass der da nicht alleine rauskommt. Aber ich habe auch keine Ahnung. Das ist nun mal so. Wir gucken mal. Thank you.
geht auf, ne? Guck mal, der kommt überall durch. So, jetzt lassen Sie noch Luft ab, oder was? Ja, er lässt noch Luft ab. Was ist denn hier los? Er geht auch durch. Jetzt. Das muss der Blutsignal geben. So, hat er ihn raus. Guck mal hier, so schlimm ist das doch gar nicht. Oder ist das doch so schlimm schon? So, wollen wir gucken, wie der das schafft hier. Ganz wunderbar. Guck mal, wie interessant das ist. Er möchte gerne hier aufs Grüne rauf, schafft das nicht, weil er da so nicht vorbeikommt. Und er lenkt um und kommt nicht. Guck mal hier. Egal. Guck, jetzt hat er ein bisschen Rasen erwischt. Jetzt schafft er das. Rauf fährt. Rigoros. Was ist das denn für ein geiles Auto? Oh Mann, kaufe ich mir jetzt auch. So, guckt euch das mal an, liebe Camper. Da kommen wir mit unserer weißen Ware aber nicht durch. Mit unserem Joghurtbecher. Guck mal hier. Da kommst du nicht mal auf eine feuchte Rasen. Was wollte ich sagen? Feuchte Wiese. Ein bisschen Anstieg und schon geht überhaupt nichts mehr. Und hier wären wir hilflos. Ganz, ganz. Wenn man nicht auf die Messe darf, dann kann man hier unten auf dem Parkplatz mal so ein bisschen rumlaufen und dann kann man sich mal hier die schönen Fahrzeuge angucken hier. Ne? Guck mal, das ist bestimmt das Grün von Hermann unterwegs. So, wir gucken mal ein bisschen hier rum. Guck mal, hier hat aber einer schick gemalt, ne? Der sieht aber gut aus. Ja. Guck mal, ein alter Steier. Oben noch mit dem Klodeckel drauf. Schön, ne? Guck mal, auch ein alter Rundhauber. In der Kabine hinten drauf. Guck mal. Hier kann ich euch dazu nichts sagen. Ich kenne mich mit so einem Dinger ja nicht aus. Aber ich kenne die natürlich vom Kind. Als ich Kind war, kennt man so einen Kram noch. Ne? Also die Fahrzeuge als solches. Guck mal, der scheint ja frisch umgekippt zu sein. Vielleicht war ich ja gestern Abend doch ein bisschen Wind, als ich Lulle Lulle gemacht habe. Keine Ahnung, habe ich nicht gemerkt. Guck mal, den habe ich eben schon mal gefilmt. Aber den finde ich wirklich wunderschön. Guck dir das an. Tolles Auto. Ja, für den ist das natürlich lächerlich, hier zu fahren, ne? Aber hier. So, keine Probleme. Keine Probleme. So, guck so. Hier gibt es so ein, ja, was soll ich sagen, geteert ist das nicht, aber hier eine feste Fläche, wo dann auch die weiße Ware mischen stehen kann. Hier werde ich mich wohl auch mal hinstellen, wenn ich nächstes Jahr wiederkommen sollte. Besser als da vorne. Obwohl der Platz ist eigentlich ganz gut, aber hier ist das noch ein bisschen sicherer und dann hast du da vorne gleich eine Straße und dann kommst du hier auch gut rein und raus.
Guck mal da hinten, alter Handumlag. Guck mal hier, ein Zweiraumlaster, ein alter Handumlag. Weiß gar nicht, wie viel PS die hatten. Ganz wenig. Ach so, guck mal, das ist der, der eben noch in Schlamm gesteckt hat. Den sie rausgeschleppt haben. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ne? Guck so, der hat sich auch festgefahren. Unglaublich. Ist aber auch eine Maxi hier. Unglaublich. Ich gehe nicht raus. Ja, liebe Leute, das ist Camp Area 1 hier. Die ist riesengroß und es gibt 4 oder 5. Die sollen alle brechend voll sein. Da habe ich ja letztes Jahr gestanden, ein paar Kilometer weiter hoch. Auch alles voll. Aber wenn so ein Wetter ist hier, ne? Aber morgen soll das besser werden. Dass heute die Messe geschlossen ist, da oben, wo man noch mit dem Bus-Shuttle hinfahren muss, das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ne? Und jetzt gibt es hier unten natürlich viel zu gucken. So, jetzt wollte ich euch nur mal so einen kleinen Eindruck verschaffen. Ist spannend hier so zu stehen und sich das alles ein bisschen anzugucken, Leute. So, auf Wiedersehen. So, guckt euch das mal an hier. Da wird noch einer, der eine oder andere schon die Schwierigkeiten haben, liebe Leute. Aber morgen soll das ja ein bisschen besseres Wetter werden. Vielleicht trocknet das ja alles so ein bisschen weg, ne? Guck mal, und hier stehen wir. Und wir haben uns natürlich so hingestellt, dass wir hier gleich eine feste Straße haben. Obwohl, hier hat sich noch einer zwischengeklemmt mit seinem Wohnwagen. Und der hat mich gebeten, ein bisschen weiter rüber zu fahren. Und ich muss euch wirklich mal sagen, und ich zeige euch das mal. Guck mal. Hier ist auch ein bisschen Rasen und ein ganz klein bisschen voranfahren, ne? Da rutschen die Räder schon durch. Liebe Leute, na gut, nur ist das ein bisschen enger geworden, aber das geht noch. Das ist überall Katastrophe. Die anderen Areas sollen angeblich alle rappel voll sein. Da waren wir natürlich noch nicht. Das werden wir morgen sehen, wenn wir mit dem Bus zur Ausstellung fahren, ne? Den gucken wir mal. So, das langt jetzt erstmal für jetzt. Erst noch einmal der erste kurze Rundgang jetzt hier.